ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und ich sage ja immer wieder, setze dir ein konkretes Ziel. Das heißt, mach dir klar, welche Bewegung möchte ich gerne können? Was würde mich richtig motivieren? Und das Gleiche kannst du natürlich auch für jegliche Übung machen. Auch da kannst du dir ein konkretes Ziel setzen. Meine Ergotherapeutin spricht in diesem Zusammenhang immer davon, setze dir eine Begrenzung. Und wie das geht, das gucken wir uns jetzt an. Viel Spaß! Ganz vergessen zu erwähnen, die Übung hilft dir dabei, deine Hand zu öffnen bzw. einzelne Finger zu strecken. So, Grundposition sieht so aus, deine Hand liegt ungefähr so auf dem Tisch, deine Finger sind leicht gebeugt bzw. eben so weit offen wie möglich. Also wenn deine Finger zum Beispiel schon so weit aufgehen, dann kannst du sie auch gerne so positionieren. Ich positioniere sie jetzt mal ungefähr so. Und dann besteht die Aufgabe darin, dass du einzelne Finger wegstreckst oder eben die gesamte Hand. Und das kannst du machen, indem du dir eben eine Begrenzung setzt. Beziehungsweise eben ein Ziel, was du erreichen musst. Und das kann zum Beispiel hier so ein Eisstäbchen sein. Hat jeder zu Hause. Das kann aber auch ein Kuli sein, wenn es schon ein bisschen schwerer sein darf, weil es geht dann auch darum, das Ding wegzuschieben mit den Fingern oder mit der Hand. Und dann kann es aber auch zum Beispiel eben so eine Art Pflegestift sein. Und das Ziel besteht jetzt letztendlich darin, wie schon gesagt, eben dieses Ziel bzw. die Begrenzung ein Stück weit erstmal anzutippen mit einem Finger und dann vielleicht eben auch wegzuschieben. Und das Ganze eben immer wiederholt. Und dann hast du eben für deinen Finger immer ein Ziel, was du erreichen musst. Und was du auch machen kannst, wenn du nicht einzelne Finger, sondern die Hand trainieren willst im Ganzen, dann kannst du natürlich auch versuchen, mit deinen restlichen Fingern eben die Begrenzung zu erreichen und dann eben deine Finger zu strecken. Und genau das Gleiche, was ich dir jetzt mit dieser Übung gezeigt habe, kannst du mit jeder anderen Übung auch machen. Wenn du zum Beispiel trainierst, dein Handgelenk nach rechts und links zu bewegen, dann könntest du rechts und links von dir Begrenzungen anbringen und dann eben versuchen, dein Handgelenk nach rechts oder links zu beugen. Insofern, du kannst dir bei jeglicher Übung, die du so machst, Ziele setzen. Sei es jetzt, wenn es darum geht, du möchtest gerne nach oben kommen, das heißt, das Handgelenk soll sich nach oben bewegen, dann kannst du dir hier drüber eine Begrenzung setzen, woran du dann tippen musst. Und insofern, Begrenzungen helfen dir einfach dabei, dass du wieder ein konkretes Ziel hast, dass du weißt, hey, wenn ich so und so weit komme, dann habe ich mein Ziel erreicht. Das heißt, es bedeutet für dich eine Motivation und irgendwie auch für deine Finger oder für deinen Fuß, mit dem kannst du das auch machen, bedeutet das eben, ja, es ist ein Ziel erreicht, es ist ein Sinn in der Übung. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie arbeitest du? Setzt du dir konkrete Ziele, setzt du dir Begrenzungen in deinem Training? Schreib mir gerne davon, schreib mir auch gerne, welche Erfahrungen du mit dieser Methode sammelst. Ansonsten gilt wie immer, wenn du mental richtig aufgestellt bist, dann kannst du physisch so richtig durchstarten. Und dabei wünsche ich dir jetzt wie immer ganz viel Erfolg. Wir sehen uns. Bis dahin, Daumen nach oben. Tschüss!